Hier sind sie, die ersten Ergebnisse aus dem CHEP-Projekt. CHEP? Genau, das Projekt zu Kopfschmerzen. Um herauszufinden, warum manche Jugendliche immer wieder Kopfschmerzen haben und andere nicht, was Jugendliche gegen Kopfschmerzen machen und ob das hilft, haben wir eine große Befragung mit Schülern der 5. bis zur 10. Klasse an 5 Schulen durchgeführt. Deine Schule war auch mit dabei. Es reicht leider nicht, nur ein oder zwei Schüler zu befragen, um aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen. Toll, dass 2.284 Schüler und auch richtig viele von euren Eltern mitgemacht haben. Wir haben euch ein Jahr lang begleitet und alle 3 Monate gebeten, unseren Fragebogen auszufüllen. Lasst uns also einen allerersten Blick in eure Daten werfen. Wir haben euch eine ganze Reihe Fragen gestellt. Zu Schmerzen, zu euch oder auch dazu, wie häufig ihr bestimmte Medien nutzt, wie ihr schlaft oder wie häufig ihr euch bewegt. Schauen wir uns das bei euch mal genauer an. Es gibt verschiedene Arten von Schmerzen. Schmerzen, die ihr habt, wenn ihr euch verletzt habt, krank seid oder euch ein fieser Muskelkater piesackt, nennt man akute Schmerzen. Diese Schmerzen verschwinden nach einiger Zeit. Die Schmerzen, die wir uns angeguckt haben, nennt man wiederkehrende Schmerzen. Das sind Schmerzen, die häufiger auftreten und damit ein echtes Problem darstellen können. Von wiederkehrenden Schmerzen sprechen wir bei Schmerzen, die mindestens seit 3 Monaten und mindestens einmal im Monat auftreten. Was denkt ihr? Wie viele von euch haben wiederkehrende Schmerzen? Wir haben herausgefunden, dass das auf ca. 40% von euch zutrifft. Wir sehen auch, dass 17% an Bauchschmerzen, 20% an Muskel- und Gelenkschmerzen und fast jeder Dritte an wiederkehrenden Kopfschmerzen leidet. Daher haben wir uns das einmal genauer angeschaut. Wenn ihr also wiederkehrende Kopfschmerzen habt, wie häufig treten diese eigentlich auf? Mehr als die Hälfte von euch haben angegeben, mindestens einmal pro Woche in den letzten 3 Monaten Kopfschmerzen gehabt zu haben. Und es zeigt sich auch, dass Mädchen deutlich häufiger betroffen sind als Jungen. Zudem sehen wir, je älter ihr seid, desto häufiger habt ihr Kopfschmerzen. Bei Mädchen ist die Zunahme von Kopfschmerzen mit dem Alter besonders stark ausgeprägt. Wenn ihr angegeben habt, dass ihr Kopfschmerzen hattet, haben wir euch auch gefragt, wie ihr mit diesen Schmerzen umgeht. Wir sehen, 36% der Schüler mit wiederkehrenden Kopfschmerzen sind in den letzten 3 Monaten wegen der Schmerzen zum Arzt gegangen, also jeder Dritte. Medikamente aufgrund der Kopfschmerzen haben sogar 76% von euch genommen. Puh, das ist ganz schön viel. Weiter geht's. Bestimmt habt ihr das auch schon mal gehört, dass zu viel am Handy hängen oder zu wenig Schlaf oder zu wenig Bewegung Einfluss darauf haben können, ob Kopfschmerzen auftreten. Aber was sagen eure Daten dazu? Eure Mitschüler verbringen im Schnitt 2 Stunden pro Tag mit Computerspielen, sind 1,2 Stunden in sozialen Netzwerken und schauen 2 Stunden Videos oder Fernsehen. Bei euren Mitschülerinnen sieht es ähnlich aus. Allerdings spielen sie weniger am Computer, verbringen dafür aber mehr Zeit mit WhatsApp, Snapchat oder Instagram. Stellt Medienkonsum nun ein Risikofaktor für Kopfschmerzen dar? Unsere Analysen haben gezeigt, dass bei jungen Mädchen das Risiko, Kopfschmerzen zu haben, mit jeder weiteren Stunde, in der sie Medien nutzen, um 7% ansteigt. Und? Wie sieht das mit Schlaf aus? Wenn ihr gut schlaft, kann euch das dafür schützen, Kopfschmerzen zu entwickeln. Bei denjenigen von euch, die angegeben haben, nur eine Nacht in der Woche nicht gut zu schlafen, zeigt sich, dass das Risiko, Kopfschmerzen zu haben, 3-mal so hoch ist. Schauen wir uns noch Bewegung an. Bewegung kann euch davor schützen, Kopfschmerzen zu bekommen. Bei denjenigen von euch, die mindestens 2 bis 3 Mal die Woche Sport machen, sinkt die Wahrscheinlichkeit wiederkehrender Kopfschmerzen um 50%. So, das waren sie, die ersten Ergebnisse. Neben den bisher betrachteten Faktoren gibt es nämlich noch viele, viele weitere Aspekte und Zusammenhänge, die wir uns in den nächsten Wochen und Monaten noch genauer ansehen werden. Wie ihr seht, es gibt eine ganze Menge zu tun.
Was wir herausfinden, schreiben wir auf und erstellen Artikel für internationale Fachzeitschriften, so dass das, was wir herausgefunden haben, Menschen auf der ganzen Welt erfahren und nutzen können. Aus dem gewonnenen Wissen können im nächsten Schritt zum Beispiel Empfehlungen für Ärzte, Lehrer, aber auch Eltern und Schüler entwickelt werden, was konkret hilft, damit wiederkehrende Kopfschmerzen erst gar nicht entstehen oder zu einem ernsten Problem werden. Ohne euch hätte es nicht funktioniert. Daher noch einmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben. Bis bald!